Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, präsentiert von der Bogensportwelt und von mir. Ich bin der Thomas. Wie wir sehen, sind wir heute mal im Wald. Da unten stehen schon die ersten Targets, ja. So 3D-Ziele. Kann man das sehen? Ja, da unten. Prima, ne? Was heißt heute? Geht es um das Schießen im Gelände. Schießen im Gelände ist zu Recht sehr beliebt. Ja. Guter Einstieg in den Bogensport. Wir sind problemlöse Tiere. Ja. Wir möchten Probleme lösen. Das Schießen im Gelände stellt uns bei jedem Schuss vor neue Aufgaben. Ja. Zum Teil sind es natürlich auch bekannte Sachen. Man sammelt ja Erfahrungen und so, aber ich meine, das ganze Schießen in der Halle oder auf der Wiese, immer die gleiche Entfernung, das ist natürlich nicht so abwechslungsreich wie das, was wir hier machen, 3D- oder Feldbogensport. Deswegen ist das mit Sicherheit eine der beliebtesten Disziplinen, die wir im Bogenschießen haben. Und deswegen geht es heute auch mal um die Frage, wie geht Schießen im Gelände eigentlich? Das Ganze können wir nicht in jedem Detail besprechen. Ja, also allein das Schätzen der Entfernungen, dazu machen wir mal ein extra Video. Das ist so ein Thema für sich. Schießen im Gelände ist eigentlich eine Wissenschaft für sich. Ja. Aber so einen Crashkurs können wir heute mal machen. Das Wichtigste erzählen, worum es da geht. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Im Wesentlichen geht es da nämlich um drei Hauptthemen. Wie verhalte ich mich im Gelände? Also was macht dieser unterschiedliche Bergauf, bergab, der Hang, das Licht, was macht das mit mir, wie beeinflusst das mein Schießen? Es geht auch um das Thema Material und es geht auch um das Thema Einstellung, also wie gehe ich an so Targets ran, ja, was sind die besonderen Anforderungen an den Sportler, wenn man sich solchen unterschiedlichen Targets stellt. Bei allem Spaß beim Schießen im Gelände ist es natürlich auch ein besonderes Sicherheitsthema, was wir hier haben. Muss man gut aufpassen, vielleicht hört man es noch im Hintergrund. Da habe ich einen Vereinskollegen, der hier im Parcours schießt. Diese Parcours werden natürlich nach Standards aufgebaut, aber ganz wichtig ist, dass man sich dann auch erstens an die Regeln hält, die da ausgeschrieben sind, und dass man immer ein Auge drauf hat, wer wo rumläuft, damit da nichts passiert. Ja? Und das Zweite, was ich auch nochmal zu dem Thema Spaß und Schießen im Gelände sagen möchte, ist, ja klar, ist ein Riesenspaß, ne? Aber wenn man es mal von der sportlichen Seite sieht, das Schießen im Gelände, ist es eigentlich die Konfrontation mit Fehlerquellen. Ja? Der Wind, das Licht, dieses unterschiedliche Stehen, dieser ungleichmäßige Boden, das Bergauf, Bergab, das sind alles Dinge, die mich bei meinem normalen Schießen eigentlich stören. Ja? Wenn ich auf der Wiese stehe oder in der Halle, habe ich diese ganzen Einflüsse nicht. Ja? Und ich sag mal, die Grunddisziplin beim Bogenschießen ist natürlich dieses immer Gleiche. Deswegen, das Schießen im Gelände ist ja sozusagen der Versuch, immer das Gleiche zu machen, obwohl das Umfeld sich verändert, variabel ist. Ja, und das ist nicht ganz leicht. Gibt aber einige Methoden und Rezepte, um es sich nicht so schwer zu machen. Und darum geht es heute. Los geht's. Gut, jetzt haben wir hier mal einen Schuss, bei dem ziemlich viele Fehlerquellen, also Ablenkungen oder, ich sag mal, Schwierigkeiten, die wir lösen müssen, zusammenkommen. Punkt 1, der Stand. Na, hier sind wir am Hang, man steht schlecht. Das kostet Stabilität. Wie kann ich die Stabilität wiederherstellen? Naja, zum Teil ist es Übungssache. Es ist ein bisschen ein Kraftthema. Die Muskulatur im Rumpf ist da sehr wichtig. Auch die Schuhe sind nicht ganz unwichtig. Ja. Stabile Schuhe helfen da natürlich. Aber im Wesentlichen geht es wirklich um Übung. Ja, also wie gut kann ich tatsächlich irgendwie bergauf und bergab mich stabil halten? Das ist nämlich deutlich schwerer, als wenn ich immer geradeaus schieße. Ja, da bin ich balanciert. Wenn ich bergauf schieße, sieht man ja, ist diese Plattform, von der ich den Pfeil abschieße, ne, das bin ja ich, mein Körper, der ist durch dieses Verbiegen und durch das Abknicken geschwächt. Ja, also im Prinzip reden wir hier über ein Übungsthema. Das nächste ist natürlich, es ist nicht immer ganz klar, ob ich optimal zum Ziel stehe. Bei einer Scheibe ist es einfach, da stelle ich mich an die Schießlinie, ne, da ist die Linie, da ist das Ziel. Ja, das ist relativ simpel.
Bei einem 3D-Ziel ist es natürlich überhaupt nicht der Fall. Das steht hier irgendwo in der Gegend rum. Ja? Und da muss ich erstmal klären, stehe ich denn auch in der richtigen Richtung zum Ziel? Ja, viele seitlichen Fehlschüsse resultieren eigentlich daraus, dass man nicht gerade zum Ziel steht. Ja? Bei den Visierklassen, bei den Visierschützen ist das ein bisschen abgeschwächt, das Thema Schießen am Hang. Ja? Aber jetzt zum Beispiel bei den traditionellen Klassen mit Recurve-Bogen oder mit Langbogen ist das Schießen am Hang bergauf und bergab ein Sonderthema. Warum ist das jetzt so ein bisschen anders? Naja, wenn ich jetzt Compound schieße, ja, habe ich ja ein Let-Off und eine Wand hinten. Ja, wer sich das jetzt nicht weiß, was damit gemeint ist, einfach mal die Videos schauen, wo es um die Compounds geht. Das heißt, ich ziehe immer gleich aus und es geht eigentlich bergauf und bergab immer nur darum, diesen Ellbogen und diesen Arm parallel zur Schussrichtung zu bekommen. Also nicht so zu machen oder so oder so oder so. Und dann ist es weitgehend egal, was der Rest des Körpers macht. Man braucht nicht so viel Kraft, nicht so viel Stabilität durch das Let-Off. Beim Recurve, beim Langbogen ist es genau andersrum. Da muss ich hinten sehr viel festhalten an Zuggewicht. Das ist schwer. Das wird nicht leicht, wenn ich so mache. Außerdem habe ich keine Wand. Ich weiß nicht, ob der Auszug dann noch stimmt. Ja, man behilft sich dann bei Bergauf- und Bergabschüssen. Ja, durch unterschiedliche Methoden. Manche schwören auf das sogenannte T, ja, also dieses Verhältnis von Schultern zu Rumpf, ja, dass das im Prinzip immer ein rechter Winkel sein soll, knicken über die Hüfte ab und versuchen dadurch dieses T aufrecht zu erhalten. Schwer, ja, schwer umzusetzen, wahrscheinlich so richtig sauber klappt es nie. Viele erfahrene Recurve-Schützen überprüfen, wie weit sie den Pfeil ausziehen, indem sie einfach beim Zielen kurz vorne auf die Spitze lunzen, wo die im Bogenfenster ist. Dann stimmt zumindest mal der Auszug und dann auch die Pfeilgeschwindigkeit. Ja? Weil wir haben bei Bergauf- und Bergabschüssen eine Besonderheit. Dazu kommen wir gleich. Ich persönlich habe jetzt zum Beispiel bei so einem Hang wie hier, wo ich ja sozusagen mit dem Gesicht nach unten stehe, das Problem, dass alles immer so ein bisschen in die Richtung auch zieht. Ne? Man achtet da ja auch nicht so drauf, wie jetzt, wenn ich nur stehe. Im Schuss kann es passieren, dass sozusagen alles so ein bisschen in diese Richtung fällt. Und ich schieße am Hang tendenziell mit dem Recurve so ein bisschen rechts. Ja? Das war eine Federquelle, die habe ich lange nicht so richtig durchschaut, woher das kommt. Das kommt von diesem, ne, von diesem Gestehe hier. Okay, dann haben wir noch eine Fehlerquelle, die wir jetzt hier auch gut sehen. Ja, das ganze Sichtfeld, wenn ich vor dem Target stehe, ist voll mit Bäumen. Ja, also im Prinzip wäre jetzt mein erster Gedanke, oder sozusagen, wenn ich nicht drüber nachdenke, meine Intuition würde mir sagen, naja, die Bäume, die stehen ja senkrecht nach oben. Das ist in der Regel nicht der Fall. Ja, am Hang wachsen die Bäume auch nicht immer so richtig gerade. Ich mache mal einen zum Test. Hier ist gerade hinter uns ein Baum. Ja, ich lasse mal diesen Pfeil hier lotrecht nach unten. Dann sieht man, dass der Baum tatsächlich schräg steht. Aber meine Augen suggerieren, meine Intuition natürlich, dass der richtig steht. Und ich richte mich dann sozusagen an den Baum aus. Deswegen, ich teste immer, ob ich tatsächlich gerade, beziehungsweise ob die Bäume gerade stehen, indem ich kurz den Pfeil nehme und mir alles mal so angucke. Ja. Fehlerquelle bergauf, bergab. Nun, beim Bergauf- und Bergabschießen ist es so, dass wir immer Distanz abziehen müssen, im Prinzip. Das klappt bei vielen nicht. Warum das so ist, das erkläre ich gleich. Dazu brauche ich nämlich ein kleines Hilfsmittel. Ja, ich habe das früher immer gerne mit einem großen Dreieck, mit einem Schuldreieck erklärt. Das haben meine Kinder leider verschleppt. Deswegen müssen wir uns heute mit diesem Gerät hier behelfen. Das ist ein herkömmliches Metermaß. Und ich möchte damit jetzt ein Schuldreieck simulieren. Wer das nicht kennt, Schuldreieck, vielleicht mal googeln. Das war immer so,
dass sozusagen es gab einen rechten Winkel, ne? Also im Prinzip hier. Ja. Und es gab dann eine lange Seite und es gab dann kurze Seiten. So. Und wenn ich jetzt bergauf und bergab schieße, dann schaue ich zum Beispiel von hier auf das Ziel und Luftlinie ist die Distanz so lang. Ja. Die Gravitation, die Erdanziehungskraft, wirkt aber nur senkrecht auf dem Pfeil. Im Prinzip schieße ich deswegen eine Distanz, die nur so lang ist. Wer Visier schießt, zum Beispiel Compound oder auch, ich sag mal, im Schützensport allgemein, im Gewehrsport, da wird das tatsächlich so gemacht und da passt das. Bei traditionellen Bogensportlern passt das oft nicht. Ja, die haben dann so eigene Erklärungen, wie das bergauf und bergab ist. Im Prinzip müsste es aber so sein. Ja, ballistisch kann man, also die Physik kann man nicht verändern. Ja, der Pfeil fliegt tatsächlich so, wenn er denn tatsächlich immer gleich abgeschossen wird. Und das ist bergauf und bergab tatsächlich bei den traditionellen Schützen in der Regel nicht der Fall. Die eine Geschichte mit dem geringeren Auszug vom Pfeil habe ich schon mal angedeutet. Ich habe das mal mit meinen Vereinskollegen nachgemessen mit dem Messgerät, wie schnell deren Pfeile bergauf sind im Vergleich dazu, wie sie gerade ausschießen. Und sie sind bergauf ein bisschen langsamer. Wie kommt das? Das kommt daher, weil die bergauf nicht auf einen Millimeter genau in ihren Auszug kommen. Ja, da fehlen 2 Zentimeterchen. Und dann fehlt da Geschwindigkeit. Der Pfeil fliegt langsamer und trifft tiefer. Ja, deswegen halten die da gerne mal drüber und denken, ja, wenn ich bergauf schieße, ja, das ist natürlich, weil der Pfeil nach oben fliegen muss, ist schwerer. Ja, das ist Quatsch eigentlich. Ne? Tatsächlich ist es so, dass man bergauf und bergunter drunter halten müsste oder eben Distanz abziehen. Wie viel genau? Das kann ich mal zeigen mit meinem zweiten Hilfsgerät, das ich dabei habe, nämlich einem Entfernungsmesser. Gleich. Ja, hier ist er. Da ist er. Entfernungsmesser speziell für den Schießsport entwickelt. Ja. Der misst nicht nur sehr genau auf allen möglichen Oberflächen. Ja. Früher haben die Entfernungsmesser auf hellen Sachen anders gemessen als auf dunklen. Ja. Der misst wirklich sehr genau. Und der misst eben auch den Winkel mit. Der hat 2 Modi. Da kann ich gucken. Jetzt zum Beispiel, ich schaue mal runter auf unser Target, wie weit das Luftlinie ist. Und jetzt kann ich im zweiten Modus den Winkel mit einbeziehen, den ich habe. Es geht ja bergab. Ja, also quasi diese kurze Strecke, wie viel das ist, die ich tatsächlich schießen muss. Meter. Das sind fast 3 Meter Unterschied. Fällt bei traditionellen Schützen vielleicht nicht so ins Gewicht. Ja? Die schießen oft intuitiv, die merken das da nicht so. Wer mit dem Visier schießt, zum Beispiel Compound oder Recurve, 3 Meter Unterschied ist schon eine Menge Zeug. Das entscheidet schon über Ringzahlen. Ja? Deswegen dieses Bergauf und Bergab abgeziehen, das ist tatsächlich wichtig, aber eben auch nur dann, wenn man den Pfeil immer gleich schießen kann. Okay, Material im Feld- und 3D-Bogensport bzw. beim Schießen im Gelände. In der Regel schießt man 3D auf unbekannte Distanz. Ja, da stehen dann solche Targets hier irgendwo auf einer Entfernung, die ich nicht kenne. Ich muss die Entfernung schätzen. Wie gesagt, zum Schätzen machen wir nochmal extra Video. Darum kommen die Schützen, die Visier schießen oder System schießen, nicht drumherum. Schätzen muss man können. Die Intuitiven vielleicht nicht. Naja, egal. Also, der Punkt ist... Was hilft, wenn ich mich verschätze? Da hilft vor allem Geschwindigkeit. Je schneller mein Pfeil, desto flacher die Flugbahn. Ja, schneller Pfeil, flache Flugbahn, langsamer Pfeil, großer Bogen, feldstark. Das heißt, beim 3D-Schießen bzw. auch beim Schießen im Feld, wenn ich auf unbekannte Entfernungen unterwegs bin, hilft Geschwindigkeit. Ja? Das heißt, ein gewisses Zuggewicht, das ich schießen kann, je mehr ich tatsächlich bewältigen kann, meinem Schießen also wirklich hilft, jetzt nicht nur um jeden Preis mehr Zuggewicht, sondern dass es mich wirklich besser macht,
Bei gleichzeitig immer leichterem Pfeil, den ich schießen kann, macht mich immer schneller, gibt mir einen Vorteil. Wie schnell ist schnell? Nun, ich schieße knapp über 36 Pfund mit dem Recurve und komme dann mit diesen Pfeilen hier auf knapp 220 Fuß pro Sekunde. Wie schnell ist das? Ja, das ist für so wenig Zugewicht schon mal eine Hausnummer. Alles über 200, würde ich sagen, ist im traditionellen Bogenschießen oder auch alles, was jetzt nicht Compound ist, schon mal 3D-tauglich. Knapp runter ist auch kein Problem, aber so ab 180 wird es kriminell. Man sieht es bei den Langbogenschützen, die müssen Holzpfeile schießen, die können nicht so schnell sein. Die haben immer ein gewisses Gewicht, ja. Die haben es am schwersten im 3D natürlich, weil der, also auch, ja, natürlich auch weil es Holz ist und nicht so gleichmäßig fliegt, aber auch wegen der Geschwindigkeit, wegen dieser flachen Flugbahn, die die nicht haben. Besonders schnelle Recurve, würde ich sagen, schießen 240 Fuß pro Sekunde, aber so um die 200 als Erwachsener. Männlicher Bogensportler sollte man schon mitbringen, zumindest wenn man sich im Wettkampf irgendwie, irgendwie sieht. Ja. Ich meine, man kann schießen, wie man möchte, es geht um Spaß, ja, aber sagen wir mal so, es hilft unter sonst gleichen Bedingungen, wenn man etwas schneller ist. Ja. Was sehen wir noch an dem Pfeil? Der ist besonders dünn. Warum ist der dünn? Naja, immer eine große Geschichte, die wir heute ja zum Glück nicht filmen müssen, ist Wetter. Ja? Regen, Wind. Und da hilft es, wenn ich diesen beiden Naturgewalten möglichst wenig Angriffsfläche biete. Ja? Wind wird, also ein dicker Pfeil bekommt mehr Wind ab als ein dünner. Damit meine ich nicht unbedingt den Gegenwind. Ja, das ist natürlich auch so. Die dünnen Pfeile kopieren vor allem auf lange Distanzen sehr, sehr gut, weil die eben, egal was passiert, relativ wenig Gegenwind abbekommen, wenig Geschwindigkeit verlieren. Aber vor allem Seitenwind. Ja, das kann schon was ausmachen. Gerade wir schießen ja mit traditionellen Bögen oder mit Recurve und Langbogen vor allem Naturfedern. Da kann das schon mal passieren, dass bei starkem Wind der Pfeil so ein bisschen rüberzieht. Und bei Regen, naja, bei Regen wird alles ein bisschen schwerer. Je mehr Wasser ich abbekomme auf der Sehne oder auf dem Pfeil, desto langsamer wird alles, umso mehr verändert es mein Schießen. Ja, ich würde sagen, das sind so die zwei Sachen, die dafür sprechen, möglichst dünne Pfeile zu schießen. Und eben auch auf Material zu achten, wenn das Wetter sich ändert. Ja. Besonders viel Hitze hatten wir ja diesen Sommer. Das kann auch sein, dass das Schießen verändert. Also die Wurfarme, die können sich bei Hitze je nach Zusammensetzung ein bisschen anders verhalten als bei anderen Temperaturen. Es ist einfach nur Material. Die meisten Materialien verändern sich je nachdem, wie warm oder kalt es ist. Das kann sein. Aber ich würde sagen, das fällt vielleicht nicht so stark ins Gewicht wie Regen und Wind. Ja. Jetzt bei 3D haben wir noch den Sonderfall. Ich meine, im Prinzip würde ich sagen, ist ein dünner Pfeil immer den dicken Pfeilen überlegen. Ja. Bei 3D haben wir aber den Sonderfall, dass ich jetzt, dass es da schon Gründe gibt, dicke Pfeile zu schießen. Kommt darauf an, erstens, wie viel Zuggewicht schieße ich. Mit dem Compound zum Beispiel schieße ich sehr gern dicke Pfeile. Die gehen hier nicht durch. Ne? Diese inneren Wertungszonen, die sind oft schon so ein bisschen weich geballert, wenn man auf so einen Parcours geht. Und mit dem dünnen Pfeil würde ich hier gnadenlos durchpfeifen. Ja, und das ist nicht gut. Da geht da irgendwas kaputt oder der Pfeil schlägt hinterm Ziel auf den Stein, spitze krumm. Ja, braucht man alles nicht. Dicke Pfeile gehen deutlich weniger tief in das Material rein und seltener durch. Halten am Ende des Tages also tatsächlich ein bisschen länger. Und je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel 3D-Wettkampfmäßig schießt, kann es sein, dass die Verbände sehr, sehr kleine Wertungszonen haben. Ne? Vielleicht sieht man das hier, gibt es so Ringe auf den Targets. Ja, das ist, wenn man irgendwo hier hin trifft, dann gibt es ein paar Punkte, hier gibt es schon ein paar Punkte mehr und in der Mitte gibt es natürlich die meisten Punkte. Und je kleiner diese Wertungszone ist, ja, umso mehr hilft mir ein dicker Pfeil. Weil wenn ich ungefähr, mit dem Compound schießt man ja sowieso recht genau, ne? Wenn ich da ungefähr in der Mitte bin, dann kann es sein, ich reiße die Linie mit dem dicken Pfeil noch an, hätte sie mit dem dünnen Pfeil nicht mehr angerissen. Ja, darüber kann man also auch mal nachdenken. Ansonsten würde ich sagen, geht es beim Thema Material im Gelände vor allem darum, dass man es robust hat und dass man merkt, wenn man irgendwo hängen geblieben ist, irgendwas hat sich an der Pfeilauflage verstellt, dass man merkt,
woran es liegt, wenn es mal nicht so läuft, wie man möchte. Zum Beispiel jetzt fliegt hier ein Flieger drüber, ich weiß nicht, wie es wird, das möchte ich jetzt nicht, stört mich aber beim Schießen eigentlich nicht, beim Erzählen vielleicht ein bisschen. Deswegen, das hat man in den anderen Recurve-Videos ja schon mal gezeigt, ja, es gibt so ein paar Maßzahlen, die man kennen sollte, Standhöhe, Tiller, ja, zum Beispiel, oder auch die Stellung der Pfeilauflage, wenn man eine hat, oder des Knockpunkts, ja, wie hoch ist der, wenn sich das im Gelände aufgrund von Wetter, aufgrund von irgendwie mal irgendwo hängen geblieben, wenn sich da irgendwas verstellt, dann ist es sehr hilfreich, wenn ich meine Maße kenne und den Fehler schnell finde. Ja, das würde ich als Tipp noch so mitgeben. Ansonsten hätten wir jetzt zum Thema Material mal schon das Wichtigste gesagt. Ich sag mal, über Kleidung und Schuhe rede ich jetzt nicht so unbedingt, müsst ihr selber wissen, ja, es ist ja auch Geschmackssache, aber klar, festes Schuhwerk, gute, bequeme Kleidung, ja, sollte selbstverständlich sein. Dann wären wir mit dem Material eigentlich schon soweit durch. Da kommen wir jetzt mal zu dem mentalen Aspekt von Schießen im Gelände, beziehungsweise der Besonderheit vom Schießen im Gelände und der besonderen Anforderung, die es an den Schützen stellt, wenn er sich mental darauf einstellt. Die speziellen Anforderungen fürs Schießen im Gelände, jetzt mal von der mentalen Seite aus gesehen, sind eigentlich folgende. Wir haben hier überall Ablenkungen. Ja? Sei es, dass man es besonders schön findet hier im Wald, sei es, dass das Licht wechselt, ja? Dass da unten ist es dunkel, hier oben, wo ich stehe, wo ich schieße, ist es hell. Sei es, dass ich jetzt zum Beispiel in einer Gruppe unterwegs bin, ja, das ist beim 3D-Bogenschießen, ja, relativ oft der Fall, dass man relativ viel erzählt zwischen den Schüssen, man hat ja viel Zeit, viel Pause zwischen den Schüssen, ja, man läuft ja von Target zu Target, da wird immer gerne so ein bisschen geschwätzt, ja, oder im Wettkampf kommen noch mehr Einflüsse hinzu, ja, Druck und so weiter, und diese ganze Batterie von Ablenkungen, die auf mich da zukommt, ja. Die ist einerseits das Schöne an dem Schießen, ja, die Gesellschaft, die Natur, die wechselnden Verhältnisse, dieses ganze das Spannende daran, ja, klar. Und andererseits ist es eben auch ein Störfaktor, eine ganze Batterie von Störfaktoren, ja. Wie gehe ich damit um? Naja, im Prinzip muss man zwei Sachen gleichzeitig können. Ich möchte beim Schießen, bei der Execution, beim also Umsetzen meiner Fähigkeit des Schießens, möchte ich fokussiert sein. Also wir stellen uns unsere Aufmerksamkeit als Fokussiertheit vor. Auf den Punkt. Und bei der mich einstellen auf dieses ganze Drumherum, wie stehe ich hier, wo kommt der Wind her, wie weit ist es zum Ziel, was haben die da vorher erzählt, brauchen wir eine breite Aufmerksamkeit, damit wir alles einschätzen können. Ja? Die Amerikaner oder die Englischsprachigen sagt man Mindfulness. Ja? Also eine, ich sag mal, so eine Art Offenheit des Geistes, dass man sich alles irgendwie als gegeben vorstellt, dass man sich nicht daran stört, sondern dass man Mindfulness es also irgendwie akzeptiert, es als gegeben hinnimmt. Ja, wenn ich jetzt rumlaufe und, ah Mensch, diese ewigen Stöcke auf dem Weg, die nerven mich, ja, dann werden diese Ablenkungen, die mir angeboten werden, oder sagen wir mal, diese Dinge, ja, die werden dann tatsächlich als störend empfunden und erst dann stören sie mich. Ja, also ich entscheide selber, ob die Ablenkungen um mich herum mich wirklich ablenken oder ob ich sie einfach hinnehme. Ja. Und dazu, und auch zum Einschätzen des Geländes, ist es hier gerade oder ist es hier irgendwas krumm, stehen die Bäume richtig, muss ich abziehen, muss ich das Licht beachten. Also zum Einbeziehen dieser vielen, vielen Faktoren braucht man eine breite Aufmerksamkeit. Ja? Jetzt kommt's. Das sind ja zwei verschiedene Arten. Fokus, Mindfulness. Das sind zwei komplett verschiedene Arten der Konzentration, der Aufmerksamkeit. Und die Kunst besteht jetzt darin, möglichst schnell von dem einen Modus, von dem breiten Modus, in den Fokusmodus wechseln zu können. Ja, nochmal, die
Wir brauchen beides. Wir müssen alles wahrnehmen. Aber wenn ich dann mich richtig hingestellt habe, wenn ich die Entfernung zum Ziel geschätzt habe, wenn ich weiß, was ich zu tun habe, dann muss ich fokussieren, durchziehen, Performance, Execution, die Leistung auf den Punkt bringen. Dieser schnelle Wechsel der Konzentrationsformen von der breiten Mindfulness, Wahrnehmen, Gelassenheit hin zum Fokus, ja, ist einerseits Trainingssache, ist aber auch eine Frage, wie gut ich mich oder meinen Körper dafür vorbereite. Ja? Ich sag mal, genug trinken ist wichtig, ne? Die ganzen Gehirnfunktionen mögen es, wenn das Blut flüssig ist. Ja? Den Blutzuckerspiegel konstant halten ist wichtig. Schokoriegel ist schlecht. Ne? Großer Zuckerpeak, großer Hunger. Lenkt mich alles ab, macht mich schwächer, verändert auch meine Wahrnehmung. Gut schlafen, ja, hilft immer, natürlich. Aber was vielleicht noch als Spezialtipp mitgegeben werden kann, ist der Pulsschlag. Ne, wir laufen ja rum. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist im Prinzip zum Ziel hetzen. Ja? Herz ist statt einem Ruhepuls, sag mal, bei mir wäre das irgendwas um die 55, ja, auf irgendwo zwischen 80 und 90, also noch nicht abgehetzt. Man empfindet es noch nicht als abgehetzt, aber es ist auf jeden Fall um ein Drittel höher als normal, als ruhig. Ja. Das verändert meine Art, die Welt wahrzunehmen. Es verändert meinen Adrenalinspiegel. Deswegen warte ich immer bei jedem Target, wenn ich hinkomme, bis ich meine Atmung, bis ich meinen Puls auf ein normales Level gebracht habe. Ja, das ist jetzt nicht das gleiche Level wie auf der Couch, ja, klar, aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwas über 90 oder über 80. Ja. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, wie man das noch regulieren kann, beziehungsweise wie kann ich diesen Fokus, wie kann ich diese Breite Konzentration hin zu diesem Fokus führen. Ja? Was hilft da? Naja, klar, Training hilft. Aber was da unterstützt, ist, wenn man einen Ablauf hat, der immer gleich ist. Der mir meinem Körper sagt oder meinem Zusammenspiel aus mentalen Fähigkeiten, aus erlernten, aus bewussten Sachen, aus körperlichen Fähigkeiten, der diesem Zusammenspiel sagt, Achtung, jetzt kommt dieser Punkt, wo du fokussiert sein musst. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Tipps, Tricks und Kniffe. Da haben diese Wettkampfsportler auch alle so ihre Rituale. Ja, das kann man sich mal anschauen, was da für einen was ist. Ich muss sagen, mir reicht völlig, wenn ich, nachdem ich das Gelände eingeschätzt habe, meine Konzentration breit war, ich sozusagen dieses Ganze eingeordnet habe, wo bin ich? Und jetzt an diesen Punkt komme, wo ich einen Schuss mache. Mir reicht da völlig ein tiefer Atemzug. Ja, ich stehe also am Ziel und weiß, jetzt geht's los. Dann und dann ist der Schuss immer gleich. Ja, wir können davon ausgehen, dass wir ungefähr nach diesem Atemzug 15 Sekunden haben, in denen unser Körper, unser Geist auf diese Leistung fokussiert ist. Alles andere ist weg. Fokus auf das, was wir hier tun. Ja, das hilft dann noch. Okay, Crashkurs. Das war's soweit. Schießen im Gelände, wie gesagt, ein Haufen Spaß, Haufen Probleme. Probleme sind gut. Wir wollen Probleme lösen. Dabei wünsche ich viel Spaß. Solltet ihr Fragen haben, ja, könnt ihr sie wie immer hier drunter in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, bis bald. Ja. Euer Thomas. Na, da ist... Da vorne ist was.
Ja. So. Mal schauen, wo wir hingeschossen haben. Bei dem Target. Das waren jetzt knapp 27 Meter. So gut. Die anderen beiden okay. Mit dem Fernglas, ja, da kann man auch vorher mal gucken, wo man eigentlich hinschießen muss. Ja. Deswegen schadet gar nichts, sowas mal mitzunehmen. Habe ich heute natürlich vergessen. Beim nächsten Mal habe ich es wieder dabei.